Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Siege 2. Wir sind das letzte Mal irgendwo stehen geblieben. Ich weiß halt gerade selber nicht mehr, wo das gewesen ist. Aber jemand hat Amalu, das weiß ich schon mal. So, ist eine echt gute Frage. Somit, hab schon eine Weile nicht mehr gespielt. Schande über mich, ich weiß. Östliches Ende von Arends Schlucht. Wenn wir uns also direkt wieder hinseppen. Um dann gleich weiter auf der Suche der Ägis des Todes war es, glaube ich, gewesen. Der komische Weikestyp da hatte. Die werden wir uns instant mal klauen. So, und hier hinten, glaube ich, geht es lang. Da würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz da unten lang. Wir sind ja da, oder ich bin da halt zwangsweise mal vorbeigelaufen. Ja, um das Ende des Parts nicht zu weit hinauszuzögern. Deswegen laufen wir doch einfach nochmal da hinten. Da hinten sind noch ein paar Fahne. Ja, können wir nehmen mal die Fahne auch noch mit. Na komm, du kleine Naldrun, du Naldrun-Schnecke. Oder ist sogar noch eine. Das sind kleine Waldelfen. Hihi, mein Sklave sammelt Geld für mich ein. Nanu, wo läuft der denn lang? Naja, wenn er gern bei Bäumen hockt, dann soll das seine Sache sein. So, da unten war die Eishöhle, wo wir nicht reinkamen. Dann können wir hinten durch die Höhle laufen. Ich glaube, da war. Sind da nicht die Typen hergekommen? Aua, hör auf damit. Na, dann laufen wir da lang. Da ist ein blauer. Eine Höhle. Das ist bestimmt ein Geist, oder? Habe ich das Gefühl. Oder eine Tür wieder, die wir nicht aufbekommen. Doch, die bekommen wir auf. Da ist kein Schloss davor. Who goes there? Ach komm! The men who O-Star have no friends amongst the barbarians. Puh! Ey, ohne Scheiß, ich werde nicht nochmal das komplette Game durchlatschen, weil diese Kacktypen mich nicht reinlassen. Das ist ja unfassbar. Was haben wir denn hier so Schickes noch? Oh, was ist denn da? Ein Held! Ist ja niedlich. Der ist ja putzig. Da. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Kleinen. Du, Naldrun, du. Ich wollte schon böse Wörter sagen, aber nein, das ist ja ein. Ein jugendfreundliches Spiel. So, wir laufen am besten lang. Ich glaube, über die Brücke ist der Pfeil. Kann man irgendwo sich eine. Na, ich wollte hier. Ne, jetzt habe ich auf den Hierpack gedrückt. Aber da ist zum Glück nichts passiert. Dann würde ich sagen, laufen wir mal rechts lang. Der Pfeil führt über die Brücke. Und der Teleporter. Ja. Sieht so aus, als ob es wirklich über die Brücke weitergeht. Eiskalt wird der umgenietet hier. Oh, ein Fetterschien. Ein Fetterschen. Ein kleiner Fetterschen. Jetzt hoffe ich, das Gold einzusammeln. Das macht ja ein kleiner hier. Noch mehr Fetterschen. Da hinten ist, glaube ich, nur ein. Nee, wahrscheinlich wieder irgendein Typ, der uns nicht reinlassen wird. Reinlassen werden wird, wie auch immer. Na komm, greif an. Mein Eiselementar soll hier nicht alles allein machen. So, da ist eine Höhle. Oder ist hier eine Höhle oder ist hier nichts? Das ist einfach nur eine Abkürzung. Die werden wir einfach mal langlatschen. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch. Ja, wir werden trotzdem da hinten mal alles klären. Mein Kleiner macht es schon. Ich habe da Vertrauen in ihn. Ja, wollen die mich verfolgen? Die nerven aber richtig krank. Na komm. Hier ist ein. Ist okay. Die freuen sich immer, wenn sie einen Schauer über den Rücken bekommen. Ein Anhänger. Also, ein Amulett, wie auch immer. Ja, was haben wir denn da Schickes noch? Noch mehr Fetterschens. Welches Level sind wir denn eigentlich? Ich sehe das immer nicht. 30, 30 sind wir. Ein Ritter. Gibt es irgendwelche Skills, die wir noch skillen könnten? Hoppla, mein Kleiner verliert ziemlich an Leben. So, ich wollte die Skills nachgucken. Greif mal an hier. Schlägt Gegner zurück. Überwinden. Ne, alles nur noch Schrott, was man jetzt skillen könnte. Schaden durch kritische Nahkampfangriffe. Stufe 36 erfordert es. Na, das nehme ich doch gerne mit dann. Wir haben noch ein Naturbündnis oder Überleben, wie auch immer. Level 36 kriegen wir also extrem starken Schaden dazu. Hier mit den Schaden durch kritischen Nahkampfangriffe 224%. Wir haben ja sowieso schon extrem krassen Damage da drauf. So, da haben wir den nächsten. Ah, der flüchtet jedes Mal wieder. Na, hast du es jetzt endlich? Ich hoffe, der geht jetzt in die Höhle rein, dann töte ich ihn.
Er versiegelt sie magisch, dann werde ich doch wahrscheinlich außen rumlaufen müssen. Oder aber es ist ein kleines Areal, wo wir fighten müssen. Habe ich auch kein Problem mit. Also mich. In meine. Der Helm sieht so kacke aus bei mir, Mann. Ich brauche auf jeden Fall einen neuen. Und die Zitronenscheibe will ich auch langsam loswerden. Willst du jetzt endlich fighten oder willst du dumm rumlabern? Er will endlich fighten. Ist ja Wahnsinn. Meine Kunst lädt sich noch auf, die von dem. Eieieiei. Ach du Scheiße. Ein Bycash-Prophet. Der einfach mal direkt tot ist. Instant down. Gefällt dir, oder? Oh, lass mein Viech in Ruhe. Ah, da ist noch einer. Ach, das ist ja noch ein Bycash-Prophet. Gefällt mir nicht so gut. Oh, shit. Die haben ziemlich heftige Magie, muss ich sagen. Lebendige Umarmung. Ah, ich denke, das kriegen wir hin. Hauptsache, mein Viech lebt. Herrlich. Sehr schöne Items und der ist endlich tot. Der Typ ging mir so auf die Eier mit seinem ständigen Weglaufen. Das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Die machen echt viel Schaden, muss ich sagen. Also magische Resistenz habe ich jetzt unbedingt zu viel. Nicht elementar müsste es, glaube ich, gewesen sein. Oder das ist Todesmagie. Da habe ich noch zwar 12%, aber ist okay. So. Geile Sache. 5% Resistenz. Ach, scheiße. Nur Schrott. Not. Kampfmagie. Hoppla. Wollte ich nicht anziehen. Wirklich nur Käse kriege ich hier. 19 bis 34. Immer noch nicht genug. Was hat der hier noch? Eine schöne Kappe. Nahkampf. Die gebe ich doch gleich mal ihm. 37, 59. Also Resistenz gegen Feuer und Eis. Stärke, Rüstung. Geschicklichkeit, also ist definitiv nicht besser. So, da hinten ist noch ein kleiner Fetterschen. Den machen wir einfach mal. Oh, da sind noch recht mehr Fahne untergekommen, ne? Ja, mehr Fahne untergekommen. Der Kampf, muss ich sagen, war echt mal seit langem wieder was echt Schweres. Das war, muss ich sagen, nicht unbedingt gleich ein Aegis-Symbol. Resistenz gegen Nahkampfangriffe. Mann, jetzt kann ich ja in die Höhle rein. Mal speichern. Nicht, dass da mein Fortschritt verloren geht. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. Warum auch immer. Eine große Y-Cache-Höhle. Wieder neue Y-Caches, oder? Sind hier welche drin? Oder ist das total leer, das Ding? Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Geist, den wir plündern können. Da gibt es genug Truhen und Körbe und was weiß ich noch alles. Aber ich sage, machen wir die mal einfach ganz alle kaputt. Und sammeln dann das Gold ein. New, mein Gold. Mein Gold, mein Gold, mein Gold. So, oh, noch mehr Truhen. Ich habe doch eine ganz große Truhe gesehen da rechts. Die nehme ich doch mit Freuden mit. So, da hinten immer noch die kleine Truhe mit. Muss ich das spannend machen. Das ist bestimmt eine Mimik-Truhe, die riesige Truhe hier. Nein, zwei blaue Items. Einmal wieder finden, dann Turmmagie, ist ja Wahnsinn. Ein Charaktermagie und Kampfmagie, ist ja Wahnsinn, Alter, what the fuck. Das ist natürlich Level 23. Ist aber gelogen. Ist aber richtig gelogen. Naja, wie dem auch sei. Ist natürlich scheiße, dass es schon wieder nichts für mich gab. Es gibt wirklich nur für Kampfmagier was, oder? Kann das sein? Die letzten gefühlten 15.000 Items waren nur für Kampfmagier und Naturmagier. Genau das, was ich nicht habe. Und hätte ich Naturmagier oder Kampfmagier, dann würde ich nur Nahkampf- und Fernkampfzeug kriegen. Das ist so nervig, aber ich glaube, das Gefühl hat jeder, wenn er solche Spiele spielt. Die, ja, darauf basieren, Zeug zu farmen, ne? Das ist einfach so das Gefühl. Ich habe zwar gute Items schon, also so ein weißglühendes Elbenschwert ist ja heftig, krank. Aber, naja, ich möchte mehr, ich möchte viel mehr. So, schauen wir erstmal ganz links lang. Hier haben wir nix, nada, niente. Schauen wir trotzdem noch ein Stück weiter, da ist noch eine Truhe, da sind ein paar Körbe. Da oben sehe ich nichts. Oh, eine Riesentruhe. Komm mit hier. Vielleicht gibt es ja eine Mimik-Truhe. So eine richtig fiese.
So, langsam sollte ich mal wieder verkaufen gehen, denn mein Inventar ist voll. Bei beiden. Soweit es geht, nehme ich es aber noch alles mit. Ich denke mal schon, dass hier noch ein bisschen Platz ist. Ah, der hat noch ein halbes Inventar voll, ist ja halbes Inventar frei. Ist ja mehr als genug, was ich hier brauche. Da hinten ist das Sternchen, das heißt, ich gehe erstmal hier lang. Da haben wir einen Ghost. Nee, dem Schrein hinten gehe ich jetzt nicht. Ist mir auch egal. Du wirst keine Geister verrotten und hast du nicht gesehen. Den scheiß Gesang des Todes könnt ihr euch alle in die Backe kleben. Wenn ihr jedes Mal zum Schreiben rennen könnt, das könnt ihr euch sowas dann abschminken. Da habt ihr euch sowas von geschnitten. Aber ich nehme gerne Gold mit. 57.000. Können wir uns wieder schicke Ausrüstung leisten, würde ich sagen. Also auf jeden Fall kaufe ich mir besseren Helm. Der sieht ja sowas von kacke hässlich aus. Und vor allem macht er auch kaum was. Ein bisschen Resistenz gegen Feuer und Eis, kannst du dir in die Tonne treten. Da gehe ich lieber auf mehr Stärke und hast du nicht gesehen. Aber wir sind gar keine Monster. Ist ja langweilig. Sind die alles Geister oder wird? Wenn die alles Geister sind, dann gehe ich vielleicht doch... Shoppen? Nein, eine krieg... Oh, scheiße. Ich geh shoppen. Ihr könnt ja... Alter, verarsch mich nicht. Da ist die Aegis des Todes. Und ich habe einen Teleporter angewählt statt der Waffe. Oh, da ist ein Riesenviech. Ih, was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Ein Treant. Hat er seine kleine... Oh nö. Lass meine Aegis in Ruhe, du Penner. Das ist meine Aegis. Knotentorkler. Ja, und ich würde sagen, bevor wir gegen den fighten, machen wir ganz kurze Pause, denn ansonsten wird der Part leider zu lang. Tut mir leid. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Werde gegen den Knotentorkler spielen. Das ist ja Wahnsinn, der Name. Bis dann.